Und es geht weiter mit Alexandra Gauger. Als ich meiner Mutter damals erzählt habe, dass ich einen Türke heirate, da hat die nicht nur geschluckt, da hat sie auch mal was gesagt. Gell? Nee? Da steht die doch so vor mir und sagt so, ach Gott, Mädel, haben wir was falsch gemacht? Geht's dir nicht gut? Ist er Moslem? Oh Gott, er ist Moslem. Bist du wahnsinnig? Ich sehe dich schon voll verschleiert in der Küche Döner schaben. Weißt du denn nicht, dass die wirklich anders da sind? Also auch ohne rum. Natürlich, Mama, das habe ich schon rausgefunden. Die haben nämlich auf ihrem Minarett so Moscheekuppel oben drauf. Ja? Und die machen es 5-mal am Tag. Du, als ich das meiner Mutter gesteckt habe, du, seitdem probiert die doch meinen Vater mit allen Mitteln zum Islam zu bekehren. Du. Ja. Ah, ja. Herr Dirigent, bitteschön. Es ändert sich die Mischung des lokalen Kolorit. Die Menschen heißen nicht mehr Müller, Meier oder Schmidt. Ich bin in Köln geboren, hab einen Pass, der das beweist. Und dennoch werde ich behandelt nach dem, wie ich heiß. Früher hieß ich Gauger und wurde akzeptiert. Doch gleich nach der Hochzeit, da ist etwas passiert. Kaum hatte ich den Namen Chevy Colu angenommen, war es so, als wäre ich illegal hierher gekommen. Ich bin eine Secondhand-Migrantin und ich weiß nicht, wo ich dran bin. In diesem Land, oh yeah. Ich bin eine Secondhand-Migrantin und ich weiß nicht, wo ich dran bin. In diesem Land, yeah. Ich sehe aus wie vorher. Benehme mich normal, doch mein neuer Name scheint ein radikales Warnsignal. Als ob der neue Name den Eindruck erweckt, ich habe mich beim Sex mit Migration angesteckt. Oft entscheidet der Name, was Herr Müller versteht. Ich sag, guten Tag, Herr Müller, und er hört, ey, Alter, was geht, ey? Schon meine Brüder schmacht dich platt. Ich schwör, nur weil man einen anderen Namen an der Klingel hat. Ich bin eine Secondhand-Migrantin und ich weiß nicht, wo ich dran bin. In diesem Land, yeah. Ich bin eine Secondhand-Migrantin und ich weiß nicht, wo ich dran bin. In diesem Land, yeah. Sogar die Beamtin vom Kölner Standesamt, die doch wissen müsste, woher jeder Bürger stammt, reicht mir mit den Worten die Formulare hin. Sie sprechen aber gut Deutsch für eine Ausländerin. Ich bin eine Secondhand-Migrantin und ich weiß nicht, wo ich dran bin. In diesem Land, yeah. Ich bin eine Secondhand-Migrantin und ich weiß nicht, wo ich dran bin. In diesem Land, yeah. Secondhand-Migrantin.